Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und meinem Review zu Express Platform 13. Und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet jetzt ab. Ja, Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und dem Review zu Express Platform 13 in Walibi, Holland. Ja, diesmal geht die Reise nach Biddinghuizen in die Niederlande und wir gucken in den Walibi Holland Park, ehemals Walibi World, ehemals Six Flags, ehemals Flevoland, ehemals. Und ja, auf jeden Fall jetzt vorab direkt schon mal, damit ihr alle gewarnt seid, wer nicht gespoilert werden will, wer die Bahn noch nicht kennt, wer das noch nicht gesehen hat oder wer das fahren will und den Überflash haben will, abschalten. Guckt es euch nicht an, es wird in diesem Video gespoilert, was die Balken sich biegen. Aber anders kann man das Teil, glaube ich, auch einfach keinem näher bringen. So, für alle anderen, die das schon kennen, können wir uns das Review aufsparen. Ne? Ich mache Feierabend, tschüss. Ja, wenn man das Walibi Holland durch den Eingang betritt, kommt erst ein kleiner Platz und dann kommt ein Indoor-Boulevard mit großem Shop, Toiletten, Pipapo, ne? So parkeingangsmäßig, was man so kennt. Und man kann theoretisch einfach geradeaus weiterlaufen und in den Park reingehen und dann so seine Sachen da alles abfahren. Oder man bleibt drin und geht links lang und da geht eine Treppe hoch. An der Seite prangt auch riesengroß das Logo Express Platform 13. Und das ist der Eingang zu dieser Achterbahn. Da habe ich einen kleinen Tipp natürlich erstmal für euch. Fahrt die Bahn nicht am Anfang, weil natürlich am Anfang alle da reinrennen, weil man da quasi ja, zwangsläufig dran vorbeikommt. Und fahrt die Bahn auch nicht zum Ende des Tages, weil wenn alle rausgehen, kann man ja nochmal eben da reingehen. Also kommt einfach im Laufe des Nachmittags zurück zum Haupteingang und fahrt Platform 13. Ja, dann geht es auf jeden Fall diese Treppe da hoch, eingeteilt in die normale Queue-Line und in die, wie heißen die Dinger da, Express, Butler, Fast Lane, whatever Dinger. Und oben angekommen, kommt man schon in den Wartebereich einer U-Bahn-Station. Und das ist auch die Thematisierung dieser Bahn. Es geht halt um U-Bahn und dann läuft man kurz durch. Wir hatten zum Glück durchlaufen. Und dann wird es immer düsterer und man kommt immer tiefer hinein in die Katakomben der U-Bahn und in die ganzen Gänge, die so U-Bahn-Stationen mit sich bringen. Und es gibt immer mehr so mystische, gruselige Sounds, Animationen, so Projektionsflächen, wo Lampen von der Decke hängen und Funken sprühen und ab und zu mal eine U-Bahn vorbeirauscht. Das ist super cool gemacht. Es wird immer düsterer. Es wird immer mehr Stimmung aufgebaut mit der Atmosphäre. Also einfach diese Atmosphäre dann mit der ganzen Musik und den Sounds ist richtig, richtig nice. Also die Queue-Line ist schon eine Attraktion für sich. Und dann auf jeden Fall ist das nichts für Angsthasen. So, das ist wirklich jetzt für eine Queue-Line, für eine Achterbahn schon ziemlich gruselig gemacht. Und meiner Meinung nach auch extremer als zum Beispiel die Queue-Line von Skyscream im Holiday Park. Und dann ist auch so ein bisschen so Baustellenoptik und es wird nochmal dunkel und Licht flackert mit geilen Sounds. Und ja, geil. Es ist so atmosphärenmäßig genau mein Ding. Und Achtung, Mega-Spoiler. Irgendwann rast in dieser Queue-Line auf einmal eine U-Bahn auf euch zu, quasi, es wird einfach nur laut und hell und ihr guckt einfach und seht diese U-Bahn, die bewegt sich nicht wirklich, aber der Effekt ist halt so gemacht, dass es einem so vorkommt, weil das so überraschend kommt. Dann gibt es einen langen Gang, der komplett verdreht und schief ist, also man sieht auf dem Video halt, dass der schief und krumm ist, aber der Boden ist dementsprechend auch noch anders, also krumm und schief. Und wenn man dann da langläuft, hat man die Überoptik. So, das kann man halt nur erleben und nicht zeigen. Und auch sehr geil ist die Abfertigung. Es gibt ja diese einzelnen Gatter, wo man sich dann anstellt für erste, zweite, dritte, blablabla, vierte Reihe. Diese Gatter gibt es da nicht. Da ist eine große Wand, davor sind Türen und es ist halt wie bei so einer U-Bahn. Und man, nur wenn die Türen aufgeht, kann man einen Blick auf den Zug erhaschen, der einfach auch in so einem geilen Licht dasteht. So, das ist halt von der Optik her mega krass und ja, dann gehen die Türen auch wieder zu, man sieht nur Licht flackern, man sieht ab und zu mal den einen oder anderen Mitarbeiter durch eine Scheibe,
die alle ihre Rolle gut spielen und komplett so zombie-mäßig schon fast unterwegs sind. Auch die Mitarbeiterin oben in der Q-Line, die immer nur kleine Gruppen reinlässt in diese, also nach der Station, nach der hellen, nach dem hellen Part, immer nur in kleinen Gruppen in das dunkle, mystische die Leute reinlässt. Auch die spielt voll ihre Rolle die ganze Zeit. Mega krass, super Stimmung, Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Und auch nach der Fahrt hält es noch an, da kommen wir gleich noch zu, aber ganz nach der Fahrt wird das alles voll kaputt gemacht, weil man geht durch die Tür aus der Station raus und ist im hell beleuchteten, voll lauten Heidi-Tighty-Shop. Das war so schön und dann kommt zum Verdammt! Ja, und man steht dann halt quasi am Bahnsteig von Platform 13, Gleis 13. Und ist auch eine Anzeige, ne, wann die nächste U-Bahn kommt, um 6:66 Uhr. Mega geil gemacht, wenn man das von früher noch kennt. Früher hatte die Achterbahn eine Superman-Thematisierung. Da waren die Schienen auch nicht schwarz-grau, sondern rot-blau. Und einfach nur Wellblechdach. Man ist draußen über so eine scheiß Blechtreppe im Freien einfach runtergelatscht. Das Ende der Strecke war im Freien. Ganz, ganz, ganz am Anfang war sogar der Launch noch im Freien. Es war so Kirmes, weißt du, und jetzt ist so Female Monster for the Win. Pra! Ist auf jeden Fall krass, wie man mit Thematisierung eine Bahn so übertrieben aufwerten kann und wie hässlich so eine Bahn vorher einfach gewesen ist. Eröffnet wurde die Bahn übrigens im Jahr 2000 und war von 2000 bis 2004 halt Superman. Damals noch unter Six Flags, das war da halt Six Flags Holland. Von 2005 bis 2013 hieß die Achterbahn dann Express bzw. Express Coaster unter Walibi World bzw. Walibi Holland und wurde dann halt jetzt umthematisiert 2015 zu Express Platform 13 mit dieser U-Bahn-Thematisierung und dieser ganzen krassen Optik. Wenn man dann im Zug drinne sitzt, der irgendwie ne, ist halt so ein Wekoma-Zug. Je nachdem, wo man da sitzt, sitzt man da so drin. Also die Beine passen meistens nicht so ganz mit rein. Fährt man langsam aus der Station raus in eine Kurve und dann kommt das erste Besondere von der Achterbahn selbst. Wir haben hier einen LSM Launch Coaster, der den Zug von 0 auf 90 in 2,8 Sekunden beschleunigt. Aber bevor er dieses tut, steht man halt in diesem langen, dunklen Tunnelgang, ne, U-Bahn-mäßig halt. Dann geht ein Alarm los, ein paar Lichteffekte und dann kommt Pams, der Abschuss. Man kommt raus aus diesem Tunnel ins Freie und dann geht es direkt in die erste Inversion. Nennt sich Seal Serpent, wird irgendwie auch als zwei Inversionen gelistet. Ist halt, ne, fährst in Looping rein, fährst in so einem halben Korken, also halben Looping, fährst in einem halben Korkenzieher, fährst in einem halben Korkenzieher, fährst in einem halben Looping, so mäßig. Wayne. Ist aber nicht die einzige Inversion auf der 996 Meter langen Strecke, die wir hier durchfahren. Es kommt später dann noch ein Corkscrew, was auch die Stelle ist, die am meisten bei dieser Bahn schlägt. Es gibt On-Ride-Foto und es gibt mittendrin einige Passagen, wo man halt echt nur sehr langsam geradeaus fährt und Blockbereiche hat. Deswegen kann Platform 14 aber auch, also kann nicht nur, hat zwei Züge maximal. Kann, glaube ich, maximal kannst du mit dem Ding mit drei Zügen fahren, wenn mich nicht alles täuscht. Aber hätte ich es vorher mal nachgucken sollen. Oder sogar vier? Wer weiß. Denn der Rest des Layouts ist echt langweilig. Boah, keine Ahnung. Irgendwie passiert da nicht viel. Ne? Man fährt da so ein bisschen hin und her und tuckert so ein bisschen über den See. Sieht ja hübsch hier aus. Aber naja. Und es geht halt parallel gerade wieder zurück. Also vorbei an dem Lounge-Bereich, das ist auch alles offen. Das hätte ich vielleicht auch eingehaust und dann noch so ein paar Effekte mit reingeknallt. Das ist halt die Schlussbremse und dann kommt noch so eine kleine Kurve, damit man wieder in die Station reinkommt. Und da hat das Walibi Holland aber wieder mal auf die Kacke gehauen, hat das Ganze auch eingehaust. Da steht dann auch ein U-Bahn-Waggon. Es gibt das Hupen von der U-Bahn, es gibt eine Explosion und wir kollidieren mit der U-Bahn, die zur Seite ausklappt Richtung Zug und es gibt einen Feuerball in dieser Halle direkt neben einen neben dem Zug von Achterbahn und richtig krass, sehr geil. Das Feuer ist in der ersten Reihe, wirkt das nicht so ganz geil. Weiter hinten sieht es natürlich viel cooler aus, wenn man das halt besser sieht.
Und dann geht's in die Station und es war's schon wieder. Was ziemlich interessant sein könnte für den einen oder anderen Disney-Fan unter euch, ihr kennt wahrscheinlich den Rock'n'Roller Coaster in den Disney Studios in Paris. Und das Ding ist ja komplett in der Halle. Wenn ihr das Layout mal sehen wollt, guckt euch die Express Platform 13 an. Exakt baugleiches Layout. Genau so sieht es in der Halle aus von dem Rock'n'Roller Coaster. Ja, mit den zwei Zügen kann man übrigens 1000 bis zu 1065 Personen abfertigen pro Stunde. Und sonst haben wir, glaube ich, alles durch. Mir gefällt es mega gut. Man sieht inzwischen schon wieder die 1000 Farben, die die Bahn mal hatte, an den Stellen, wo die Züge halt, die Räder halt die Farbe immer wieder abreißen. Wayne. Kommen wir dann noch zu meiner kleinen neuen Bewertung, die ihr gerne bewerten könnt, ob wir das so lassen oder ob das wieder weg soll, wo ich in zwei Kategorien maximal jeweils 5 Punkte vergebe und das eine Gesamtnote für mich am Ende ergibt. Und es gibt Kronen für King Shit, die verteile ich für Thematisierung, Optik, Gesamteindruck, Story, bla 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 bla. Und da kriegt Express Platform 13 von mir 4,5 Kronen. Keine 5, weil ich halt finde, dass, also es ist eigentlich irrelevant, hinten die Strecke zu thematisieren, weil man das eigentlich so nicht mitbekommt. Andererseits hat man halt sehr viele langgezogene, eher langweiligere Parts, wo ich mir dann irgendwas wünschen würde, was ich sehen kann, wo was passiert oder so. Und also da kann man noch mehr machen, aber durch die ganze Queue-Line vorher, die für mich schon eine eigene Attraktion oder Maze sein könnte, gibt es halt einfach so viele Punkte für die Thematisierung, die Optik, Gesamteindruck, bla bla bla. Keine 5, 4 fände ich zu wenig, deswegen 4,5 Kingshit-Kronen von mir dafür. Ja, dann kommen wir zum Fahren, zum Track, zu den Rasierern, fürs Rasieren der Bahn an sich. Der Launch ist cool, haut aber einem jetzt nicht so vom Hocker, rasiert einen nicht so gründlich. Ja, sonst ist das Layout halt echt irgendwie beim Fahren ziemlich lame. Ist nicht scheiße, schlägt auch sehr wenig schöne Vekoma-Looping-Achterbahn, aber da kann ich auch nur 2,5 Rasierer für vergeben. 3 finde ich ein bisschen zu viel, 2 finde ich halt zu wenig. Und damit kommen wir auf eine Gesamtnote von 3 plus, befriedigend plus für mich. So bewerte ich die Bahn einfach mal jetzt nach Schulnoten. Und ja, das war mein kleines Review zu Express Platform 13. Eure Meinung dazu würde mich mal interessieren. Haut die in die Kommentare. Seid ihr die Bahn schon gefahren? Oder wie gefällt euch so eine Queue-Line? Ist es gruselig? Ist es genau euer Ding? Was sagt ihr zu dieser Bewertung am Ende von mir? Und ansonsten war es das jetzt. Ich bin raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Videomagazin. Bis zum nächsten Mal. Peace.